Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, dem Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio in Österreich, und er unterrichtet Sakramententheologie an der Hochschule des Stiftes Heiligenkreuz. Dort ist er nach wie vor Professor für Theologie. Thomas, Pater Karl. Thomas, ja? Thomas, ich muss dich ergänzen, ja, auch wenn das Wort so schrecklich klingt, ich bin vor allem Professor für Dogmatik, ja. Dogmatik, das ist die von Gott geoffenbarte Wahrheit, ja. Und Sakramententheologie gehört auch dazu. Jetzt ist diese Frage ein für alle Mal geklärt. Pater Karl, Jesus betete zum Vater: Alle sollen eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ökumene ist dann die Bemühung oder das Bestreben, so gut es geht, dass die getrennte Christenheit wieder eins wird. Was jeder für die Ökumene tun kann, ist: Ich bete um die Einheit der getrennten Christenheit. Ich betone vielleicht das, was wir alle mehr gemeinsam haben, immer nur das, was uns trennt, aber was halt auch dazu gehört, zu einer ehrlichen, aufrichtigen Ökumene, dass ich die anderen Konfessionen auch verstehe oder versuche wenigstens zu verstehen, warum sie ihre Position haben, weil nur wenn man weiß, worüber man spricht oder was die Positionen sind, kann man auch wieder zusammenkommen oder weiter zusammenkommen. Das ist ja das Problem, dass viele meinen, es geht nur darum, dass wir nur lieb zueinander sind. Also, dass wir lieb zueinander sind, also, dass wir einander mögen und mit Empathie uns begegnen. Ich glaube, das ist eine menschliche Selbstverständlichkeit und noch mehr eine christliche Selbstverständlichkeit. Aber für eine Einheit, und bei der Ökumene geht es ja um dieses Zusammenstreben der Christentümer, die sich im Laufe der Geschichte, übrigens schon seit dem 4. Jahrhundert, voneinander getrennt haben. Im deutschen Sprachraum sieht man immer nur die Trennungen aus dem 16. Jahrhundert. Aber wir haben auch Trennungen aus dem 4. Jahrhundert, die syrisch-orthodoxen, dann die Kopten und so weiter, dann die Orthodoxie. Also es gibt viele, viele Trennungen und Spaltungen im Laufe der 2000-jährigen Kirchengeschichte, die gegen den Willen des Herrn sind. Wir als katholische Kirche sind mit 1,34 Milliarden der größte Teil der Getauften, denn 2,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind getauft. Aber das ist kein Zustand, dass wir so getrennt sind. Und deshalb will Ökumene jetzt eben die Einheit. Und man ist da immer ein bisschen naiv und dann auch so, wie soll ich sagen, emotional drücken. Warum geht das noch nicht und so weiter? Wenn es inhaltliche Glaubensunterschiede gibt. Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, ja, bei den Evangelischen, da gibt es ja Priesterinnen. Nein, gibt es nicht. Gibt es definitiv nicht, weil es kein sakramentales Priestertum gibt. Es gibt dort kein Priestertum und es gibt weitere vier Sakramente, nicht bei den Evangelischen. Also das muss man auch respektieren. Das hat Martin Luther extra so geschrieben. Das hat Zwingli, Calvin und so weiter haben das thematisiert. Also man kann dann, also es braucht ein Grundwissen, ja, um auch Ökumene betreiben zu können und einfach sagen, wir sind eh alle so lieb und so weiter und so fort. Und dann geht es weiter und mit dem Imam, wir sind alle so lieb und alles ist so nett, ja, und so weiter und so fort. Ja. Und da stehen im Koran Dinge über das Christentum und das Judentum drinnen, also wo du eine Gänsehaut vor Schreck bekommst. Also das geht einfach nicht. Ja. Wir müssen den anderen kennen. Wir müssen den anderen akzeptieren, wir müssen aber auch mit dem anderen reden können und ihm sagen können, was du hast, das verstehen wir ganz anders, weil wir diese und jene Gründe dafür haben. Also das ist die eigentliche Ökumene und nicht der Husch-Pfusch, wir sind alle lieb. Ja, lieb sollen wir sein, aber wie soll ich sagen, Liebenswürdigkeit deckt die inhaltlichen Unterschiede nicht zu. Und wir haben einen Inhalt. Das Christentum ist keine selbst erfundene Religion. Wir glauben an etwas, wo wir überzeugt sind, dass Gott sich offenbart hat. Und das steht eben nicht zur Disposition dann auch, ja, dass wir eben sagen, na, das sind so religiöse Vorstellungen, nicht? Das ist diese Hegelsche Irrlehre, die wir seit dem 19. Jahrhundert haben und die voll durchschlägt in der heutigen Religionsphilosophie. Das sind so Vorstellungen, die ändern wir halt und das ist ja, damit wir gut miteinander können. Nein,
wir Katholiken sind überzeugt, dass Gott sich ausgeworfen hat. Und jetzt bin ich wieder beim Dogmatiker, Entschuldigung, wenn ich da wieder komme, weil Dogma ist ja für die Leute ganz was Böses. Für uns ist Dogma das, wo nicht meine Meinung zählt, nicht meine Vorstellung, sondern das, was Gott geoffenbart hat. Also wo Gott zu unserem Heil, das ist auch entscheidend, zu unserem Heil sich uns vorstellt, sich uns auswortet, sich uns hingibt, sich uns schenkt jetzt eben. Also wenn ein Dogmatiker jetzt also die Offenbarung Gottes verteidigt, dann tut er das nicht, weil er ein sturer Ideologe ist. Und mir tut es übrigens sehr weh, dass das Wort Dogma oder Dogmatiker immer so negativ verwendet wird. Es gibt eine negative Begrifflichkeit, da müsste man Dogmatist sagen oder dogmatistisch, das ist negativ. Aber für uns Katholiken ist Dogma und Dogmatiker eigentlich etwas Positives. So viel zur Verteidigung meiner Zunft, beziehungsweise zur Verteidigung des lieben Gottes, dem wir halt eben jetzt glauben, dass er sich zu unserem Heil geoffenbart hat. Und das ist dann eben Dogma. Und das Dogma müssen wir kennen, um eben in der Trennung, die wir leider im Christentum haben, miteinander reden zu können. Pater Karl, heute ist ja nicht mehr die Rede von konfessionsverschiedenen Ehen, sondern von konfessionsverbindenden Ehen. Das ist so Ausdruck auch des Bestrebens, dass man mehr so das Gemeinsame betont. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir haben viel mehr gemeinsam eigentlich, was uns trennt. Aber dennoch haben wir einige Zuschriften, wo es einfach darum geht, Protestanten zu verstehen. Und manche Zuschriften sind hart, ein bisschen sehr direkt. Ich bringe mal so eine Zuschrift. Pater Karl, vielleicht kannst du freundlich antworten im Blick auf unsere protestantischen Mitchristen. Sehr verehrter Pater Walter und Pfarrer Rimmel, sind die evangelischen Pastoren oder sogenannten Pfarrer geweiht? Wenn das nicht der Fall ist, dann hat die evangelische Kirche gar keine Sakramente. Die Taufe und die Kommunion sind nur Science Fiction. Da steht es gleich so drunter, Laudetur Jesus Christus, Pater Karl. Ich glaube, so die Frage stellen kann man, aber ich glaube, man müsste versöhnen. Also ich sage es ganz platt, nach unserem Verständnis sind sie nicht geweiht. Martin Luther nennt eine sakramentale Weihe ab. Es gibt aber die Ordination eben im evangelischen Bereich, die ist in den verschiedenen Ausprägungen der evangelischen Konfessionen, da bin ich bitte absolut nicht Experte, also jeweils verschieden. Es gibt eine Ordination eines Pastors, einer Pastorin für das konkrete Amt in der Gemeinde jetzt eben. Das hat auch eine hohe Bedeutung, das respektieren wir auch. Wir respektieren es so sehr, dass ein ordinierter evangelischer Pastor, wenn er konvertiert, katholisch wird, ja, dann verheiratet bleiben kann und die Priesterweihe empfangen kann. Das ist der Respekt eben vor diesem geistlichen Amt der Ordination, das eben die evangelische Kirche den Pastorinnen, den Pastoren jetzt eben gibt. Aber es ist in deren Verständnis kein Sakrament und in unserem auch nicht. Ja? Also das muss man eben so sehen. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man das dann so ein bisschen abwertet. Es wird dann so flapsig, das Ganze. Also Martin Luther hat zwei dessen, was wir sieben Sakramente bezeichnen, als Sakrament bezeichnet. Das ist die Taufe, da haben wir überhaupt kein Problem. Es gibt nur eine Taufe. Alle 2,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, egal welcher Konfession sie angehören, anglikanisch, orthodox, evangelisch HB, evangelisch AB, viele Freikirchen auch, sind gültig getauft. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Die sind wirklich durch die eine Taufe eingefügt eben jetzt in diese Gemeinschaft mit Christus, sind Söhne und Töchter in Gott jetzt eben. Das Zweite ist dann, dass man eben sehen muss, dass die konfessionellen Verschiedenheiten das Ganze dann jetzt eben auseinandertrennen. Entschuldigung, das zweite Sakrament, was er dann auch noch was er als Sakrament bezeichnet, ist das Abendmahl. Aber da hat er vom Inhalt her ein sehr anderes Verständnis. Also es gibt keinen Opfercharakter dessen, was er als Abendmahl bezeichnet. Es ist ein Mahl jetzt eben und es wird Christus als gegenwärtig geglaubt. Das respektieren wir auch. Also wir finden es schön, dass evangelische glauben, dass wenn sie das Abendmahl feiern, sie mit Christus jetzt eben verbunden sind. Aber die Vergegenwärtigung Christi geschieht nicht durch die Wandlung, durch die Transsubstantiation, die jetzt eben von einem wieder sakramental geweihten Priester jetzt eben vollzogen wird, der in Person Christi des Hauptes hier jetzt eben handelt, sondern sie geschieht aufgrund der Gläubigkeit der Gemeinde. Also das ist alles ein bisschen komplex. Und
für die Gläubigen, damit das jetzt nicht so, wie soll ich sagen, eine Haarspalterei dann eben ausschaut. Es wäre wirklich ganz wichtig, dass wir gegenseitig beten. Ich habe gerade das wunderbare Erlebnis gehabt, ich durfte in Werl in Nordrhein-Westfalen, das ist da ganz oben aus unserer Perspektive, 1000 Kilometer von Wien weg, durfte ich die Primizpredigt für einen lieben Freund, für den Mike Hottmann halten. Und das war so berührend, der ist mit 15 Jahren katholisch geworden, der war evangelisch, aber den Glauben hat er bekommen durch seine lutherische Großmutter. Die hat ihn, hat er bei der Primiz gesagt, die hat ihn immer daran erinnert, dass er beten soll, dass er die Bibel jetzt eben lesen soll, dass er nie aus dem Haus gehen soll, ohne jetzt eben den Herrn zu bitten und Jesus einzuladen, bei ihm zu sein. Das war so berührend. Also die ist schon gestorben, die liebe evangelische Großmutter. Aber das ist doch eigentlich Ökumene. Ja? Also wo dann hingeführt wird zu Christus und Christus zieht ihn dann und macht ihn sogar zum katholischen Priester. Pater Karl, die nächste Zuschrift kommt wieder von unserem evangelischen Professor, deinem Kollegen, auch Pfarrer ist er ja, der uns immer wieder schreibt, freundlicherweise, ich bin sehr dankbar. Vielleicht zwei Vorbemerkungen, da geht es um die Confessio Augustana. Die Confessio Augustana ist eine Bekenntnisschrift, ich sag's mal so, der Protestanten, die auf dem Reichstag 1530 in Augsburg vorgelesen wurde, die bis heute eigentlich gilt, um protestantische Positionen zu verstehen. Die hat ungefähr fast 30 Artikel, hat diese Confessio Augustana. Und dann ist hier die Rede von dem Vere Adest. Er ist wirklich da, heißt es auf Deutsch. Ich bringe einfach mal diese Zuschrift, Pater Karl, weil unser Professor meint, dass du Luther nicht richtig verstanden hast. Vielleicht könntest du dazu mal was sagen. Werter Pater Weiler, geht gleich an dich. Ich muss sie korrigieren. Die Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus Christus im lutherischen Abendmahl hängt nicht ab von der subjektiven Meinung des Empfangenden. Das Vere Adest sagt dies ausdrücklich in der Confessio Augustana zu und wird von Martin Luther so gehalten, mit freundlichen Grüßen, Punkt, Punkt, Punkt. Er hat dann nochmal in einer, er hat noch eine zweite Zuschrift, ich bringe gleich die zweite Zuschrift, da steht dann drin, wir glauben, dass wir im Abendmahl nicht mehr bekennen können, Confessio Augustana 10 wieder, als das Vere Adest von Leib und Blut Christi in Brot und Wein, wobei dieses Vere Adest eben nicht vom Glauben des Empfangenen abhängt. Hier müssen Sie tatsächlich etwas dazulernen, denn dieser Nichtglaubende empfängt die Elemente zum Gericht, wie Paulus schreibt, 1 Korinther 11, 29, Pater Karl. Naja, unser Verständnis. Unter Kollegen. Aber nach unserem Verständnis fehlt das Konstitutive, ja, dass Christus jetzt eben seinen Jüngern beim letzten Abendmahl sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das Konzil von Trient sagt, dass in diesem Augenblick zwei Sakramente eingesetzt werden. Und das ist wirklich immer die immerwährende Auffassung gewesen, nicht nur von uns Katholiken, sondern auch der Altorientalen, der Orthodoxen und so weiter, dass ein sakramentales Priestertum, in dem Christus als der hohe Priester gegenwärtig ist, ja, der hier jetzt eben die Hingabe seiner selbst wenige Stunden später vollziehen wird und Menschen in diese Lebensform jetzt gleichsam einfügt, dass diese Form der sakramentalen Gegenwart Christi im Priester notwendig ist, damit das Vere Adest geschieht. Und das ist eben definitiv bei euch nicht der Fall, lieber Herr Professor. Ja, und wir respektieren das ja auch. Es gibt einen wunderbaren Text eben des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo gesagt wird im Ökumene-Dekret, also dass wir sehr glücklich sind, dass die Protestanten glauben, dass Christus gegenwärtig ist, dass wir das respektieren und so weiter und so fort. Aber die Art und Weise, wie Christus sakramental in der Eucharistie gegenwärtig wird, nämlich dass hier von Gott her etwas geschieht, dass auch menschliches Handeln, auch Glaubenshandeln der handelnden Akteure, des Priesters, der Gemeinde und so weiter übersteigt, dass Christus selbst hier handelt, um gegenwärtig zu sein, dass gleichsam eine Form von außen geschieht in der Sakramentalität und nicht nur von innen. Ich weiß schon, Luther hatte das große Anliegen und das war auch richtig und da schätze ich ihn. Er wollte mal, wie der Josef Lorz gesagt hat, dass die Deutschen ordentlich gläubig werden. Ja, das war ein oberflächliches Herumgetue mit den Sakramenten, ein Gnadenhandel, ja, nach Fuggerscher Art, der sich da im 16. Jahrhundert entwickelt hat. Das war furchtbar, ja.
Also das muss man wirklich sagen, bravo Luther. Ja? Aber dass er dann das Kind mit dem Bad ausgeschüttet hat und dass die objektive Wirksamkeit der Sakramente, die unabhängig ist von der Gläubigkeit des Spenders und des Empfängers, ausgeschüttet ist damit. Ja? Also das können Sie mir nicht ausreden, lieber Herr Professor, wenn Sie jetzt eben zuschauen. Also ich bin kein Luther-Spezialist im Letzten und bitte lasst dann den Kardinal Koch ein, der für die Ökumene zuständig ist im Vatikan oder irgendeinen Ökumeniker. Aber also zu sagen, wir bestreiten ja nicht, wir schätzen das auch, dass geglaubt wird beim Abendmahl, dass es zu einer Form von Christusgegenwart kommt. Das ist ja auch wunderbar. Jesus hat überhaupt gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das Zweite Vatikanum hat in Bezug auf die Eucharistie die schöne Formulierung, Christus ist gegenwärtig in der Lesung der Heiligen Schrift, Christus ist gegenwärtig hier und da und dort und so weiter. Und dann wird gesagt, maxime autem sub speciebus eucharisticis. Am allermeisten aber ist er gegenwärtig in den eucharistischen Gestalten, weil er hier sich selbst eingestiftet hat, eben über das Sakrament des Priestertums in die Gestalt eben jetzt der Vergegenwärtigung seiner Leidenshingabe und seiner Auferstehungswirklichkeit am Kreuz. Das ist die Heilige Messe für uns. Und da haben wir Unterschiede, lieber Herr Professor. Ich finde es toll, wenn wir über das Thema reden, Protestanten verstehen, dass wir Bezug nehmen können auf Zuschriften von einem deiner evangelischen Kollegen. Er legt nämlich noch nach. Das finde ich auch interessant und das bringe ich jetzt auch noch. Das macht die Sendung so lebendig und das gefällt mir. Ich hatte Ihnen einen Bericht aus dem preußisch-österreichischen Krieg von 1866 zugeschickt, in dem ein Katholik, allerdings griechisch-katholisch, in Todesnot im Lazarett, weil ein Priester nicht zur Verfügung stand, Brot und Wein von einem lutherischen Feldprediger empfing. Natürlich weiß ich jetzt schon, dass Sie, obwohl Sie immer wieder betonen, Gott sei kein Buchhalter, diese Handlung als ungültig verwerfen werden. Ich aber glaube schon, dass der nicht im römischen Katechismus gefangene Jesus Christus diesem sterbenden Soldaten im lutherischen Abendmahl das gegeben hat, was dieser erwartete. Denn er ist wirklich kein Buchhalter mit freundlichen Grüßen. Punkt, 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 Pater Karl. Also Krieg und Lazarett und Soldat und im Sterben und so weiter, das ist für die katholische Kirche also so gut wie immer alles erlaubt. Ja. Also das sehe ich überhaupt nicht problematisch. Das ist eine Form der geistlichen Kommunion. Die Wirksamkeit, ja, also die Fruchtbarkeit bei dem Soldaten kommt dann aber nicht, weil hier in diesen Gestalten, die er empfängt, etwas ist, ja, dass das übersteigt, was eben materielle Wirklichkeit ist, sondern weil die Gläubigkeit eine Form von geistlicher Kommunion hier jetzt eben in dieser Situation bedingt hat. Also Entschuldigung, ich bleibe da ein bisschen kritisch, aber also das würde ich nicht, das würde ich absolut positiv bewerten, so wie der heilige Ignatius auch gesagt hat, in Todesgefahr oder in einer Situation, wo du nicht kannst, ja, ist es besser, jetzt eben nicht bloß vollkommene Reue zu erwecken, sondern dann geh bei einem Laien beichten. Ja, selbstverständlich, ja. Also warum nicht? Ja, also das sind alles so Dinge. Also in Todesgefahr, lieber Herr Professor, also da ist es ein wunderbarer Akt zum Heiligwerden, dass dieser Soldat hier gesetzt hat. Also nochmal, in Todesgefahr ist die Situation anders, aber sonst gilt, katholische Spender spenden nur katholischen Gläubigen die Sakramente gültig und Katholiken empfangen nur von katholischen Spendern die Sakramente gültig. Jetzt kommen wir zu einer anderen Zuschrift. Machen wir einen kleinen Exkurs weg von den Protestanten zur orientalischen Kirche. Lieber hochwürdiger Herr Pater Karl Wallen und lieber Herr Pfarrer Rimmel und auch liebes Team hinter den Kulissen. Ich gehöre zu Ihren jüngeren Fans und möchte mich sehr für die Stunde der Seelsorge im Speziellen, aber auch für Ihre tolle Arbeit und die Menschen und Ihr Menschenfischen generell bedanken. Ich kann meinen Dank nicht gut in Worte fassen, aber Sie haben mir in meinem geistigen Leben sehr geholfen, vergelt's Gott. Meine Frage, ich habe eine herzensgute orthodoxe Freundin, sie wollte katholisch beichten, wurde dreimal in unterschiedlichen Kirchen abgewiesen und sie fühlt sich jetzt nicht willkommen. Sie möchte auch vielleicht katholisch werden. Für einen katholischen Freund, ich kann es nicht genau sagen, wie könnte ich ihr helfen, was könnte ich ihr sagen, könnten Sie uns helfen? Liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, es wäre halt gut, auch wenn die katholischen Priester Kirchenrecht können würden, ja, weil es gibt drei Intersakramente, das ist der Kanon 844 im Kirchenrecht, der wirklich also dogmatische Grundlagen haben, die absolut hieb- und stichfest sind. Es gibt drei Sakramente, die man in bestimmten Situationen eben jetzt zwischen den Konfessionen, aber bitte nur die Konfessionen, die die Fülle der Sakramente haben, ja, also da sind wir bei den Altorientalen, bei den Orthodoxen und so weiter. Diese drei Sakramente sind die Krankensalbung, die Beichte und in bestimmten Situationen auch die Heilige Kommunion. Also jeder, der die Mittagsmesse kennt, weiß, dass da der liebe Samuel aus der syrisch-orthodoxen Kirche dabei ist, wo es nur einmal eine Messe gibt in der Woche bei den syrisch-orthodoxen. Und der ist jeden Tag dabei, hat eine große Sehnsucht nach der Heiligen Kommunion. Und ich gewähre ihm das. Ja, er will es, ich gewähre es ihm und das ist nach Kanon 844 möglich. Dort ist natürlich vorgesehen, dass es keine Verwirrung und keine Indifferenz zwischen den, aber selbstverständlich, wenn diese orthodoxe Freundin beichten will und ich bin katholischer Priester, ja, na selbstverständlich, sie kann das, sie darf das, ja. Und ich kann sie selbstverständlich als Priester auch zulassen, ganz klar. Also noch einmal, Krankensalbung, Beichte und Eucharistie sind inter, also zwischen den Konfessionen möglich, die durch das Band der Sakramente miteinander verbunden sind. Pater Karl, kommen wir wieder zurück zu unserem Thema in dieser Sendung, Protestanten verstehen. Die nächste Zuschrift handelt davon, dass Katholiken die protestantische Lehre eher verstehen als die katholische. Es geht um die Beichte, sehr geehrter Pfarrer Thomas Maria Rimmel und Pater Karl Wallner. Aus einer längeren Zuschrift. Ich finde es vermessen und anmaßend und das Schlimmste überhaupt, einem Menschen und fehlerhaftem Sünder die Sünden zu beichten. Es gibt Literatur, wie Priester es genießen, über sexuelle Inhalte informiert zu werden und sich daran erfreuen. Überhaupt wurde die Ohrenbeichte erst im 6. Jahrhundert von irischen Mönchen eingeführt. Sie wurde also nicht von Christus gestiftet. Die Rechtfertigungslehre der evangelischen Kirche finde ich sehr gut. Nicht durch eigene Werke werden wir gerettet, sondern durch sola fide, den Glauben an das Erlösungswerk Christi. Und überhaupt, Entschuldigung, kann der Mensch keine Gnade selbst empfangen. Sie wird ausschließlich durch Gott vermittelt, das heißt sola gratia. Und das alles durch solus Christus und sola scriptura. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie Martin Luther es gemeint hat, mit freundlichen Grüßen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also der Schreiber, entschuldigt bei allem Respekt, aber dann sollte er den Martin Luther ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Also erstens, also gegen diese Vorurteile, da sitzen jetzt eben neugierige und sensationslüsterne Priester im Beichtstuhl und so weiter. Das ist doch wirklich auch von der Praxis her Schmalz. Ja. Es gibt nur 10 Sünden, alle haben die gleichen Sünden. Und Beichte hören, lieber Thomas, das kann jeder Priester bestehen, ist anstrengend und langweilig. Ja, also Entschuldigung, ja, so aufregend sind eure Sünden nicht. Ja, also ihr habt alle die gleichen Sünden, um euch das mal zu sagen. Ja, also bitte, das ist doch wirklich skurril. Ja, also das sind Vorurteile, die da gewälzt werden. Das finde ich immer so schlimm. Ja, und so weiter. Und Martin Luther hat ja wirklich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, denn das ist doch ein Wesen des Christlichen, dass Gott uns Menschen in unserer Freiheit nicht überspielt, sondern dass er unsere Mitarbeit möchte. Und dass seine Gnade nicht bloß so ein Mantel ist, der über uns drüber geworfen wird und wir bleiben drunter, Sündenschweine und sind ganz verderbt und stinken vor Dreck und so weiter. Und nur der Glaube eben jetzt, obwohl wir weiter stinken und so weiter an die Barmherzigkeit Christi, ich übertreibe jetzt, aber es war hier ja auch ziemlich viel Polemik drinnen. Also nur das rettet uns jetzt. Das ist doch ein Unsinn. Ja? Also es fließt etwas in uns über, das aber nie unser eigen ist. Das sagt das Konzil von Trient. Die Gnade ist immer die Gnade Christi. Sie wird nie unser Eigentum. Also das war ja der Fehler, nicht, dass diese ganze Handelsgeschichte von den Fuggern plötzlich durchgeschlagen hat. In Deutschland, Entschuldigung, wenn ich das wieder sage, ja, da hat man plötzlich, ist man merkantil, ökonomisch geworden im 15. Jahrhundert und dann hat man die Prinzipien des Geldhandels übertragen auf den Gnadenhandel. Und da sind wir in diese ganzen Kalamitäten des Ablasshandels, des Gnade, man ist zu den Sakramenten gegangen, um sich Gnade abzuholen, um einen Profit zu bekommen. Das war dämonisch, was sich da entwickelt hat. Und das hat Luther recht gesehen. Aber er hat nicht recht gesehen, dass doch im Grundsätzlichen Gott uns heiligen möchte.
Also, dass er in uns wirken möchte. Ein Heiliger ist nicht einer, der sagt, ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Schwarzenegger oder der Anton aus Tirol, sondern ein Heiliger ist einer, der Christus in sich durchwirken lässt. Es ist die Gnade Christi, die in einem durch die Mitarbeit des Menschen eben jetzt zur Geltung kommt, die macht den Menschen heilig. Und es ist immer die Gnade Christi. Ein Heiliger, eine Mutter Teresa kann nicht von sich sagen, ich war so toll, ja, und deshalb bin ich jetzt im Himmel. Nein, sondern die fühlen sich auch immer als die größten Sünder, aber auch eben als solche haben sie mitgearbeitet mit der Gnade Gottes. Und dieses Wegstreichen, dass der Mensch mitarbeiten kann, also dass er nur auf etwas von außen, von Christus vertrauen, dass er immer totaliter korrupt bleibt. Entschuldigung, also ich verstehe es nicht bei Luther, wie er auf sowas gekommen ist. Von seiner persönlichen psychologischen Situation verstehe ich es, ja. Aber viel richtiger ist das Konzil von Trient meines Erachtens, das jetzt eben sagt, durch die Gnade, durch die Taufgnade, Rechtfertigung, wird die Erbsünde völlig getilgt. Es bleibt in uns aber der Zunder zurück, also ein zündliches. Das ist nicht Sünde, aber führt zur Sünde. Und deshalb, wer jetzt eben die Gnade der Rechtfertigung durch Taufe, durch Beichte und so weiter empfangen hat, der muss immer aufpassen. Ja? Der ist dann zwar wirklich heilig, wenn du aus dem Beichtstuhl kommst, also darfst du Gott sehr danken, aber hochmütig kannst du nicht werden, weil du weißt, es kann dich sofort wieder auf die Nase hauen. Dieser Zunder des Bösen, der kann sofort wieder entflammen und so weiter. Das finde ich viel richtiger, als jetzt eben zu sagen, der Mensch bleibt immer Sünder und er muss immer deshalb seine Sünde festhalten und immer nur seine Sünde beweinen und darauf vertrauen, dass um ihn eben jetzt, also dieses Bild vom stinkenden Sünderschwein ist ja sehr prominent, wird der Gnadenmantel Christi jetzt eben herumgeworfen. Ich spreche jetzt sehr plakativ, aber ich würde dem Schreiber auch empfehlen, sich ein bisschen besser mit Luther zu beschäftigen und auch ein bisschen besser mit der katholischen Gnadentheologie, weil so primitiv sind wir nicht, dass wir jetzt eben den Menschen als Konkurrenz zu Gott sehen, sondern im Gegenteil. Wir sehen den Menschen als den Ort, den Gott auserwählt hat, um mit seiner Gnade eben jetzt in dieser Welt einzuwirken und Heiligung zu wirken. Pater Karl, wenn man die Zuschriften dieser Sendung so betrachten, geht es nicht nur darum, Protestanten verstehen, sondern auch Katholiken verstehen. Am Ende noch eine Zuschrift nochmal von deinem evangelischen Kollegen. Deshalb auch, ich glaube, sie hilft auch vielen, dass man unseren katholischen Glauben einfach besser versteht. Darum sind wir ja auch dankbar, dass es diese Zuschriften gibt. Darum beantworten wir sie ja auch gerne. Sehr geehrtes Seelsorgeteam, als Lutheraner habe ich Schwierigkeiten, von Maria Schutz und Hilfe zu erwarten. Schon Hans Moser sang in einem Lied, wenn der Herrgott nicht will, nutzt's gar nichts. Und überhaupt, welche wirkliche und tatsächliche Funktion haben all die Schutzpatrone der römisch-katholischen Kirche beim Elend dieser Welt? Mit freundlichen Grüßen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist dieser grundsätzliche Unterschied, den wir hier haben. Bei uns wirkt Gott im Geschöpf und verherrlicht sich im Geschöpf. Bei den großen Entscheidungen über die Bewahrung Mariens vor der Erbsünde und dann bei der Himmelaufnahme Mariens in den Himmel beginnt der Papst eben jetzt seine Schreiben mit dem Titel Ineffabilis Deus. Unerschöpflich ist Gott. Und deshalb eben jetzt nimmt er Maria eben in diese Position. Munificentissimus Deus. Allerreich ist unser Gott. Also bei uns ist der Mensch keine Konkurrenz zu Gott, sondern Gott handelt im Menschen und er respektiert die menschliche Freiheit, die mitarbeitet. Und durch diese Mitarbeit mit der Gnade Gottes, die aber das alleinige Prinzip des Heiligwerdens ist, ja, also wird der Mensch dann eben jetzt auch als verehrungswürdig und also ich verstehe das nicht, warum man den Menschen als Konkurrenz jetzt eben zu Gott sieht und warum man glaubt, gerade dem biblischen Gott etwas Gutes zu tun, der doch den Menschen fragt, Maria fragt und immer unsere Freiheit jetzt eben respektiert, warum man dem was Gutes tut, wenn man sagt, der Mensch und warum ehren die Menschen und so weiter und nur du. Nein, Gott hat der Maria erwählt. Gott erwählt doch die Heiligen. Es ist doch seine Gnade. Es ist mir und dir und uns allen doch ganz klar, dass wir nichts Gutes können ohne die Gnade Gottes. Aber wir bemühen uns halt so gut wie möglich jetzt eben mitzuarbeiten. Das ist jetzt eben das katholische Prinzip. Und mir ist es sehr verschlossen. Ja, also ich kann es aus der geschichtlichen Situation verstehen, wie diese reformatorische Ansicht der sola gratia, eben jetzt der Mensch ist nichts, allein die Gnade, solus Christus, der Mensch ist nichts, allein Christus. Das ist nie eine Konkurrenz gewesen, 1600 Jahre lang. Ja, warum man das jetzt eben so sehen kann? Und mir scheint hier doch ein grundlegende Struktur des christlichen
schief gemacht zu sein. Ja? Und ja, also deshalb bete ich sehr, dass zumindest die Protestanten verstehen, was wir eigentlich meinen, weil diese Unterstellung immer, die Heiligen stehen gegen Gott oder sind der Konkurrenz zu Christus. Nein, ein Heiliger ist der, in dem Christus zum Vollalter geworden ist, um ein biblisches Wort jetzt eben zu verwenden, in dem Christus ausgereift ist. Und die Allerheiligenlitanei ist eine indirekte Form der Christuslitanei. Pater Karl, danke für dieses doch sehr theologische Gespräch auch, das wir hatten in dieser Sendung. Wir sind am Ende angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und um den Segen. Jesus, du hast selber gebetet im Johannesevangelium, im hohenpriesterlichen Gebet, dass wir eins sind. Und ein guter Schritt wäre, erstens, wenn wir uns menschlich respektieren, lieben, liebenswürdig sind zueinander. Zweitens aber auch, wenn wir uns besser kennenlernen, versuchen, den anderen von innen her zu verstehen. Da bitte ich auch für mich um die Gnade, dass ich hier nicht irgendwelche Sachen sage, die nicht richtig sind, weil es ist nicht ganz leicht, diese Materie. Und dass wir aus diesem einander verstehen, einander nahe kommen und dann wirke du durch den Heiligen Geist die Einheit, wie du sie möchtest. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, für Ihre Zuschriften. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben behüten. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und Frieden. Frieden für die ganze Welt.